Servus und Hallo bei Not Another Dope Show. Wochenreflexion vom 28.02. bis zum 6.03.1994. Diese Woche war viel Routine angesagt. Auf Deutsch, es ist für mich nicht viel passiert. Am Freitag habe ich erfahren, dass ich einen Brief von einem Freund bekommen habe, der auf Therapie geht. Für mich ist das nicht weiter schlimm. Zumal ich den Kontakt, sollte er abbrechen, jederzeit beenden kann, also wenn der seine Therapie abbricht. Aber trotzdem soll ich es im Stamm, in der Kleingruppe, ansprechen. Die Marion, eine meiner Therapeutin, nein, ich warte, einen Mann und eine Frau, die Marion hat außerdem Misstrauen, dass eben dieser Freund mir Gift gebracht haben soll. Das ist enttäuschend für mich, denn wenn ich Gift haben will, dann würde ich nicht länger hierbleiben. Ich habe ein reines Gewissen und würde ohne weiteres einen Screentest machen lassen. Am Wochenende sind 3 Leute gegangen. Ich sehe das als Selbstreinigungsprozess an. Es macht mir also nichts aus. So, damit war es so, dass mir das, ich weiß nicht mehr, wo mir da gegangen ist, habe ich schon wieder vergessen. Und es ist tatsächlich so, dass ich angepisst war, dass ich von der Frau, die hat mich ständig gemobbt. Ich habe so einen Ordnungssinn gehabt, dass ich halt immer meine Sachen ordentlich in einen Ordner reinmache. Es sei denn, ich war gerade ultra krass drauf, dann habe ich die Sachen nur gebunkert. Und wenn ich wieder clean war, dann habe ich sowas immer geordnet. Da hat die mich dumm angemacht, ich hätte es irgendwo abgeguckt. Und da war es genau das Gleiche. Da hat sie mir unterstellt, ein Bekannter, der ein paar S-Bahn-Stationen von dieser Therapie dort wohnte, dass der mir was herbeigebracht hätte. Die Frage war, hey, wir waren alle so eng. Das waren 3 Bettzimmer, du warst nirgendwo alleine. Ständig war irgendeiner da und auf der Pelle. Wäre mal da einer auch nur ansatzweise drauf gewesen, hätte sofort einer mitgekriegt. Das riechst du, das siehst du, das Verhalten. Es hat jeder sofort geschnallt. Und die unterstellt mir tatsächlich, dass mir da einer was hingebracht hätte. Ich kämpfe jeden Tag dort mit dem Bleiben, dass ich nicht abbreche. Das war alles echt krass, ständig diese Beobachterei, diese Anpisserei von den Leuten, die Streitereien die ganze Zeit. Das ist etwas, was mir echt nahegegangen ist. Und dann auch nur dieses Misstrauen von meiner Therapeutin. Alter, ich hätte einfach gehen können. Herrsching, München, mit der S-Bahn 40 Minuten, voll erledigt. Verstehst du? Dann war ich echt angepisst. Das hat mich ganz schön zurückgeworfen, dass die Person, mit der ich eigentlich vertrauensvolles Therapeuten-Patienten-Verhältnis haben sollte, absolutes Misstrauen hat. Das kann doch nur schief gehen. Und das werfe ich auch dem Klaus vor, der damals mein Stammvater war, weil der jetzt eigentlich spüren müssen, jetzt sehen müssen, jetzt merken müssen und sie jetzt auch so professionell sein können, dass sie sagt, okay, da müssen wir die Gruppen ändern, da muss der halt eine andere Gruppe, weil ich wollte nicht in Stamm 2. Das war nicht meine Wahl. Ich wollte woanders hin, da durfte ich aber nicht rein, weil ich schon so voll war, weil jeder wollte zu dem Ex-User, na, aber ich musste ja, nein, zum Leiter und zu der Ollen da. Da bin ich heute noch sauer, dass die mir meine Therapie halt eigentlich versaut hat, weil die hat mir nichts, gar nichts, außer meine Dreadlocks. Die hat es mir erlaubt, weil sie wahrscheinlich selber gehofft hat, dass das irgendein anderer ablehnt. Ja, es ist schon sehr lange her, aber es ärgert mich immer noch, wenn ich darüber nachdenke, dass es einfach mehr Lebenszeit gekostet hat, unnötig. Ob sie damit Schuld dran hat oder ob das gar nicht so schlecht ist, weil ich ja eigentlich da Person hatte, die mir meine Grenzen gebracht hat. Ich bin halt manchmal richtig sauer gewesen. Ja, damit kann ich auch ganz gut umgehen. Andere Sachen immer noch nicht gescheit. Ja, mit dem Druck zum Beispiel von oben. Ich kann das einfach nicht, packe nicht ganz. Und mit den Schmerzen, das ist auch etwas, was man richtig ganz schön mitnimmt. Und ich, seit ich hier in diesen Therapiesachen mich wieder beschäftige, mir schon ab und zu mal überlege, ob ich vielleicht nicht schon vorher Fibromyalgie mal hatte und das nur ständig dasselbe war. Dass ich Hilfe wollte von der Pharma-Gesellschaft, von den Ärzten, die mir nicht geglaubt haben und ich dann Selbsthilfe.
Ja, aus Unwissenheit und Dummheit und weil halt die Repression in Bayern so krass ist, kommt man halt aber einfach dann an die anderen Sachen auch dran. Und ich vermute, das war es, was mich immer mehr, immer weiter reingetrieben hat. Jo, falls euch die Sendung gefallen hat, Daumen hoch bei Fragen ab in die Kommentare und abonniert einfach den Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Und bei 420 muss ich mir noch was einfallen lassen. Bis dahin, Peace.